Ich glaube, das ist egal, wie alt man ist, ob man da Kind ist oder erwachsen. Der erste Schnee, der ist immer der schönste. Und wenn die großen, dicken Flocken fallen, ja, dann heißt es ja nicht umsonst Winterwunderland. Passen die Schuhe? Ja. Gut. Geboren bin ich in Oberstdorf selber. Und die ersten 6 Jahre meines Lebens habe ich auch im Ort verbracht. In der Oststraße, gleich neben der Nebelhornbahn. Und dann haben meine Eltern ein Haus gebaut am Karatzbegel und eine Landwirtschaft. Ich habe es bis heute als wunderbare Kindheit in Erinnerung, am Karatzbegel aufgewachsen zu sein. Ganz in Reichweite meiner Großeltern, die sich auch sehr um uns gekümmert haben. Ja, und da habe ich dann auch die ersten Erfahrungen mit Skifahren gesammelt. Vom Wetter her haben wir richtig Glück, weil wir haben ein bisschen Neuschnee erwischt. Sehr gut. Könnt ihr bei mir noch mal zuschauen? Die Stöcke nach vorne anschieben und jetzt die Arme hier nach vorne nehmen. Der Opa Hermann vom Karatzbichl hat für uns Enkelkinder dann wirklich extra einen Lift gebaut. Erstens, weil es für ihn ja die große Leidenschaft war und weil er so ein unglaubliche Freude daran hatten, anderen daran teilhaben zu lassen. Und für uns Enkelkinder war es natürlich toll. Wir haben nach der Schule gegessen und raus zum Opa am Skilift. Schauen wir mal, wie die Kurven klappen. Also wir gehen im Flug los und gehen da nach außen. Steck's noch ein bisschen weiter nach innen. Und dann hier weiter. Ski nach unten drehen und Flugstellung ein. Nicht auf die Skispitzen schauen. Und jetzt nach außen lehnen. Jawohl. Seitenwechsel. Ja, bravo. Das wird schon. Als ich das ausgeübt habe, den Sport, war das noch nicht so, dass man in Deutschland, dass die Frauen auch vom Bund zum Beispiel gefördert worden sind. Man durfte als Frau noch nicht zur Polizei und auch nicht zur Bundeswehr. Also die Spitzensportförderung, die es heute in dem Sinne gibt, auch die auf Frauen zugänglich ist, das gab es damals noch nicht. Und meine Eltern waren da sehr pragmatisch und das kann ich heute auch sehr gut verstehen. Die haben gesagt, okay, wenn das einfach nicht mehr gefördert wird, dann muss man halt aufhören mit dem Sport. Und so ging es für mich eigentlich bis zum Europacup-Level. Und ich durfte auch Weltcuprennen fahren. Das war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Aber dann war, und das hört sich heute vielleicht ja komisch an, mit 18 Schluss. Weil die Förderung dann nicht mehr weiterging. Und dann habe ich ja praktisch also mit dem Leistungssport aufgehört und mich einer Berufsausbildung gewidmet. Und es ist alles gut, so wie es ist. Das war damals auch so ein bisschen schwierig, als Mama wieder zurückzukehren in den Beruf. Und dann hat sich die Möglichkeit aufgetan, in die Skischule einzutreten. Und nachdem die Ausbildung da war und das entsprechende Wissen und Können auch, habe ich das damals dann in Absprache mit meinem Mann gemacht, weil die Kinder mussten ja auch versorgt werden. Und wir haben uns dann also ein eigenes Modell aufgebaut,
Er war im Winter für die Kinder zuständig und ich im Sommer. Und er hat dann im Sommer sehr viel gearbeitet und ich im Winter. Und so hat sich das eigentlich wunderbar ergänzt. Und auf diese Art und Weise bin ich eigentlich zur Skischulleitung gekommen. Und nicht, weil ich das von Anfang an angestrebt hatte. Seit ich die Skischulleitung übernommen habe, haben sich meine privaten Skitage enorm reduziert. Das sind, wenn ich wirklich nur für mich Skifahren gehe, kann ich die an einer Hand in der Wintersaison abzählen. Das tut mir manchmal wirklich weh, muss ich sagen, weil ja, es ja meine Leidenschaft ist. Aber auch da, denke ich, kommen wieder andere Zeiten und dann werde ich noch ganz viel Skifahren. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Für uns in der Familie ist Skifahren ein ganz großes Thema und ich glaube, man kann es auch so beschreiben, für uns bedeutet es ein bisschen auch Freiheit. Die Freiheit, sich ja im Schnee bewegen zu dürfen. Jeder auf seine Art. Man kann sich ja auch da ausdrücken. Vielleicht auch wie ein Künstler. Der eine fährt gern schnell, der andere große Kurven, der andere kleinere. Man kann sich auch beim Skifahren verwirklichen.